Uniformierte Männer vor einem Café in Simferopol. Hinter den Scheiben der UN-Sondergesandte Sari. Der Diplomat hatte in dem Lokal Zuflucht gesucht, nachdem er von Bewaffneten bedroht und zum Verlassen des Landes aufgefordert worden war. Draußen skandiert eine aufgebrachte Menschenmenge Russland, Russland. Entnervt gibt Sari schließlich auf und macht sich auf den Weg zum Flughafen. Die Stimmung in der Krim-Hauptstadt ist angespannt. Doch die Übergangsregierung in Kiew macht deutlich, sie werde sich von den russisch-nationalistischen Tönen aus Simferopol nicht einschüchtern lassen. Russland will die Kontrolle über ukrainisches Gebiet an sich reißen. Aber wir werden alles dafür tun, wieder die Hoheit über unser Land zurückzugewinnen. Umringt von Uniformierten trifft der UN-Sondergesandte Sari am Flughafen von Simferopol ein. Er beugt sich dem Druck und verlässt die Krim in Richtung Kiew.